Straight Outta Fennel, ihr Assis. Tag 4 im Ahrtal. Der Bagger ist schon fleißig im Betrieb. Die ersten LKWs sind abladebereit. Heute ist das Baustoffzelt Kaiser an der Reihe. Michael marschiert schon mal voraus, um den Kaiser zu finden. Er wird uns eine kleine Führung geben. Eins kann ich euch versprechen, hier lagern verdammt viele Spenden. Dies bedarf einer großen logistischen Arbeit, wie ihr an den vielen Personen, die hier arbeiten, sehen könnt. So viele Frauen und Michael, da lässt man sich doch gerne etwas länger Zeit. So, jetzt sind wir im Kaiserzelt hier und das ist der Herr Kaiser und der wird uns jetzt einfach mal erzählen, was hier so abgeht und ja, er wird jetzt berichten einfach. Okay, dann nehme ich dann teil, mal das erste Mal, dass ich Mikro habe. Also als erstes bin ich nicht der Herr Kaiser, sondern der Kaiser. Der Kaiser. Weil, okay. Ist mir ganz wichtig, ist mein Spitzname, so soll es auch bleiben. Wie man sich denken kann, Baustoffzeltkaiser hat irgendwie eine Verbindung mit mir. Liegt daran, dass ich dem Willi Hartmann damals die Unterstützung angeboten habe, hier ein bisschen mit zu organisieren. Dann kam der Willi auf mich zu und hat mich gefragt, Kaiser, dein Spitzname ist so cool, können wir es nicht Kaisers Baustoffzelt nennen? So ist der Name entstanden, um das schon mal zu erklären. Danach werde ich auch immer wieder gefragt. Habe hier angefangen, genau in der Ecke da drüben, mit einer Festzeltgarnitur, ein paar Bauzäunen und Paletten. Hätte niemals gedacht, dass das so eine große Nummer wird. Inzwischen ein herzliches Dank an alle Spender, ob es privat ist, Großspender. Wir kriegen so viele Spenden und können die hier verteilen. Alles, was hier hinkommt, sind Sachspenden, die wir hier verteilen an die Bedürftigen gegen Vorlage der originalen Betroffenheitsbescheinigung und dem Personalausweis oder an Helfer, die den originalen Betroffenheitsbescheinigung, den Personalausweis und eine Vollmacht mitbringen. Jeder, der also betroffen ist von der Flut und nicht versichert ist, kann hier vorbeikommen und umsonst shoppen. Ja. Also das ist so eine Sache, die hätte ich nie gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Wir können ja mal gleich durchgehen oder so. Oder wart ihr schon durch? Ich weiß es nicht. Ihr wart noch nicht durch. Gut. Dann gehen wir gleich mal durch, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen, was wir hier alles haben. Also wir haben eigentlich alles da, so was Baustoffe angeht, sage ich jetzt mal. Ne? Gut, wollen wir einfach loslegen? Soll ich das Mikrofon mitnehmen? Wie sollen wir es machen? Genau. Gut, also auf der rechten Seite haben wir den Werkzeugverleih. Da haben wir circa 1500 Geräte noch drin und circa 2000 bis 2500 im Verleih, die wir halt an die Betroffenen verleihen. Gegen Ausweis und dann machen wir einen Leihvertrag und die müssen die dann zurückbringen, damit dann halt der Nächste das auch wieder benutzen kann. Wie man hier sieht, ganz viele Schubkarren. Wir haben keine Einkaufswagen, wir haben Schubkarren als Einkaufswagen, die man hier auf dem Gelände frei benutzen kann und wenn es dann vor die Tür geht, gegen Personalausweis sich ausleihen kann. Müssen wir leider so machen, weil viele nicht zurückgekommen sind. Ne? Das verstehe ich. Dann haben wir hier so unseren Kramtisch. Das sind dann die Sachen, die wir eigentlich nicht annehmen und die dann hier hingebracht werden. Also ich bitte nochmal, wir sind für Baustoffe und für den Wiederaufbau da und nicht für irgendeine Wohnung einzurichten. Und brauche ich dir nicht erzählen, du kennst es an vorderster Front, die Leute sind auch noch gar nicht so weit, dass sie sich ihre Wohnung einrichten können. Die sind nämlich alle noch im Rohbau. Ne? Oder noch am Stemmen und Entkehren sogar teilweise. Ja, ne? Genau, das habe ich auch schon. Ne? Also, dann haben wir hier unsere Stiefelabteilung. Ne? Bei dem Wetter genau das richtige Schuhwerk im Moment. Ne? Und da muss ich einfach sagen, werden manchmal nicht genommen. Sobald es nass wird, werden sie genommen. Ne? Hier haben wir so ein bisschen Werkzeug, sprich gebrauchtes Werkzeug. Von der Schaufel bis zum Hammer, bis zum Meißel, Schraubendreher etc., Helme. Die Schaufeln kommen auch teilweise dann zurückgebraucht. Wir können sie dann weiter wieder vergeben. Also auch danke, wenn ihr sie zurückbringt. Dabei, das Schaufeln ist jetzt fast vorbei. Wird weniger, wird immer noch mal. Aber am Anfang, wenn ich mir überlege, wie viele Schaufeln wir hier rausgehauen haben, war unglaublich. Dann kommen wir zum ganz wichtigen Bereich meiner Meinung nach. Das ist der Arbeitsschutz. Hier haben wir so ein bisschen Arbeitsbekleidung, wo wir leider auch immer wieder Mangelware haben. Jetzt wird es kalt. Also, wer dicke Arbeitskleidung spendieren kann, immer her damit bitte. Sicherheitsschuhe, jetzt vielleicht auch im Winter, winterfeste Schuhe etc. Gibt es hier in der Abteilung und wer da noch was über hat, immer wieder her damit. Und können wir gebrauchen. Gehen im Moment weg wie warme Semmel. Das ist sehr gut. Ne?
Sollen wir schwenken oder sollen wir hier entlang gehen und dann da zurückgehen? Dann gehen wir so runter. Gut. So, dann haben wir die Elektroabteilung, die wir unter Verschluss haben indirekt, weil aus dem ganz einfachen Grunde, brauche ich nicht erzählen, Strom ist was Gefährliches. Wir machen es hier nur gegen Fachberatung und auch, wenn wir wissen, die Leute haben Ahnung und sind vom Fach, weil Strom kann tödlich sein. Wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Da wäre auch die Bitte, wenn ihr was spendet, am besten Neuware, weil die Gebrauchten darf man teilweise gar nicht mehr einbauen. Und die Häuser sollen ja auch wieder abgenommen werden und sollen in Betrieb gehen. Ne? Ist jetzt aber auch nicht so, dass man hier sagt, ihr könnt euch alles für eine komplette Hausinstallation holen, sondern um einen Notstrom sozusagen im Haus zu legen. Sprich, irgendwie eine Lampe in jedes Zimmer, eine Steckdose. Und den Rest muss man dann halt dazu kaufen. Wir müssen mal einmal aufpassen, der Stapler kommt. Das kennen wir ja auch immer wieder. Genau, Gerät hat immer Vorfahrt, ist vor allen Dingen immer stärker. Ja, in der Elektroabteilung kriegt man dann halt so die haushaltsüblichen Mengen, dass man halt so ein Haus notdürftig versorgen kann. Natürlich unterstützen wir uns gegenseitig auch, wenn Versorgungszelt mal was braucht oder so, dann kommen die natürlich auch zu uns und so soll es auch sein. Und wenn man auch irgendwie was spendet oder so, bitte auch bei den Stecker und Schaltern nicht nur das Innenleben oder die Rahmen, sondern beides, weil wir brauchen beides und wir können nichts dazu kaufen. Ne? Das wäre auch nochmal eine Bitte. Und ich sag mal, Sicherungsautomaten und Kabel neu. Wir haben selbst mal hier Flutkabel gekriegt, das haben wir nicht in Gebrauch genommen. Wäre mir auch mal wichtig, dass die Kamera vielleicht mal drauf hält. Wir haben hier so Beispiele, was passieren kann, wenn man alte Elektrik wieder in Betrieb nimmt. Dann sieht man nämlich, das kann passieren. Und dann hat man vielleicht danach noch den Brand. Und ich glaube, das möchte keiner. Nee, das möchte keiner. Ja. Und daher meine Bitte auch wirklich, nimmt das, was sicher ist. Und wir wollen keinen gefährden. Ja. Dann haben wir hier so in dem Bereich so ein bisschen Elektrozubehör, was wir jetzt so rausgeben. Ne, im Moment auch sehr leer, aber wir haben Platz auch wieder aufzufüllen, was halt auch wichtig ist. Ne? So, dann gehen wir mal langsam weiter. Hier haben wir die Kaminabteilung. Hier ist ja das Schöne, oder zum Glück haben wir die, gibt es ja hier eine Ausnahmeregelung, dass Kamine länger benutzt werden dürfen, die im Moment nur noch bis Ende des Jahres, glaube ich, betrieben werden müssen. Aber um jetzt hier den Leuten das warm zu machen, haben die ja Ausnahmegenehmigung, glaube ich, hier in dem Krisengebiet. Ich will nichts Falsches sagen. Irgendwann bis Mitte des Jahres oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Wir haben manchmal auch einen Kaminbauer da, der beraten kann, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Ne? Und wie man sieht, teilweise auch Goldstückchen, aber ich finde, sowas sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und das habe ich gelernt. Diese Kochkamine, die dürfen sogar länger bleiben, weil es als Kochstelle dient. Sehr gut. Ne? Dazu haben wir natürlich auch die passenden Briketts. Das hat meine Oma früher gehabt, das kenne ich. Ich kenne es noch von meiner Uroma, ne? Und von einer Großtante, die auch noch draußen Plumpsklo hatte. Vor allen Dingen, wenn man das hat, dann kann man kochen und gleichzeitig ist die Wohnung geheizt. Genau, so sieht es aus. Ne? Wie man sieht, regler Verkehr hier, USB-Platten sind gekommen und gehen gleich wieder raus. USB-Platten kann ich immer gebrauchen, in allen Stärken. Dann haben wir hier gleich die Briketts dazu, für Pelletsofen auch ein bisschen was zum Füttern. Einige Leute haben Pelletofen, ne? So kriegt man die Wohnung natürlich auch schön warm. Ja, dann können wir ja mal in die Sackware gehen. Da haben wir heute zum Glück viel Nachschub gekriegt, so dass wir jetzt hier wieder Estrich, Putz, Fliesenkleber und alles andere haben. Frag mich gar nicht, ist nicht mein Gewerbe, aber ich habe ja zum Glück Leute, die sich damit auskennen. Ja. Genau. Fachleute. Ja, so sieht's aus. Ne? Und ich bin froh, weil wir so viel haben, weil dann können wir auch wieder viel verschenken. Umso mehr, umso besser. Und umso mehr Auswahl man hat, umso besser auch, weil jeder braucht ja irgendwie auch das Richtige und hilft ja nichts, wenn wir nur Beton da haben und nichts anderes. Ja. Die sanitären Bereich ist wieder etwas leerer geworden, den haben wir ganz hinten.
Ein paar Klos haben wir noch da, sehe ich gerade. Eine Badewanne, noch eine Badewanne. Die Abteilung war die Tage noch voll. Da haben wir eine Großspende gekriegt. Auch nochmal besten Dank dafür. Und ja, wie soll man sagen, es geht rein und sofort wieder raus. Und das ist gut, dann weiß man, dass was getan wird. Genau. Ne? Und das sind ja genau die Sachen, die wir jetzt brauchen. Die Leute sind wieder am Aufbauen. Ne? Sie fangen jetzt teilweise an, wieder zu verputzen. Dann müssen die Badezimmer wieder eingerichtet werden. Und ich wohne hier selbst inzwischen in einer betroffenen Wohnung. Also unten ist ja abgesoffen, so möchte ich es mal sagen, oben in einer kleinen Wohnung. Und das Schönste war, nachdem ich sechs Wochen im Bulli geschlafen habe, wieder ein eigenes Klo zu haben. Bin ich ehrlich, also das war schon richtig gut. Ja, hier haben wir jetzt heute ein bisschen Laminatboden gekriegt. Bitte wartet noch damit, die Leute sind eigentlich noch nicht so weit. Aber jetzt haben wir welchen, ich denke, der geht auch schnell weg. Aber Großlieferung bitte dann erst später, wenn die Leute wirklich so weit sind, den Estrich drin haben und das dann auch direkt verlegen können, weil so weit sind viele noch nicht. Ne? Dann auch ein paar Heizungen. Zu den Heizungen möchte ich nochmal sagen, dass wir zusammen mit Handwerker helfen arbeiten. Handwerkerhelfen.de, da könnt ihr euch melden, wenn ihr irgendwas mit Heizung habt oder sanitär. Die schicken euch Fachleute raus, die gucken sich die Baustellen an und die machen euch das dann auch kostenlos. Das muss man einfach auch mal sagen, aber den ganzen Sanitärbereich haben wir, also sage ich mal alles, nicht sanitär kann man ja nicht sagen, weil Badewanne ist es ja nicht, aber die ganze Gasanlagen etc. haben wir alles mit Handwerker helfende Kooperation. Das, was hier hinkommt, schicken wir denen oder wir lassen es direkt dahin liefern. Ja, also Großmengen bitte auch direkt an Handwerker helfen, bitte melden, das dorthin liefern, dann können die Jungs und Mädels das gezielt einbauen. Und ich kann eins sagen, die freuen sich immer wieder, wenn sie Fittinge, Kupfer kriegen, weil das ist gerade Mangelware. Und das brauchen die. Und die bauen die verrücktesten Konstruktionen, wie ich gesehen habe. Aber Hauptsache, die Räume werden warm. Da steht teilweise eine Heizung mitten im Raum. Die Leitungen kommen aus der Decke, aber der Raum wird warm. Und das ist das Wichtigste in dieser Jahreszeit. Das war's dann wohl erstmal. Wir bedanken euch fürs Zuschauen und hoffen, ihr hattet Spaß an der Sache.